Und wenn er diesen Schmerz beherrschte, so stellte sich der kleine Junge namens Talib vor, dann hätte er auch Macht über jene Schmerzen, die ihm die anderen Jungen mit Tritten und Stöcken zufügten. Sie würden dann sehen, dass er einer von ihnen war. Sie würden ihn nicht mehr wie einen räudigen Hund verscheuchen, wenn er mit ihnen Fußball spielen oder, so wie sie, in der Hütte von Sarah fernsehen wollte. So groß war der Wunsch des kleinen Jungen nach dieser Fähigkeit, dass er manchmal allein zum Baobab neben dem Haus seines Onkels schlich, um die Ahnen mit einem besonders schönen Stein als Geschenk gütig zu stimmen.